Und damit welcome back, werte Survival-Fans da draußen vor euren Bildschirmen, zu einer weiteren gediegenen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass du da draußen wieder mit am Schdissel bist und ein großes, fettes Merci geht raus an die Leute, die das letzte Video positiv bewertet haben. Ja, Freunde, die letzte Folge ist ja jetzt nicht so gut gelaufen, zumindest das Ende. Da habe ich unsere Raptorin verfüttert, Cecilia, und zwar an meinen Erzfeind, den Terry, der hier jetzt auch schon wieder seine Runden dreht. Also ganz schön nah dran, du. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Plan. Und zwar möchte ich jetzt diesen Terry da drüben tamen. Die Frage ist, wie tamet man diesen Terry am besten? An sich hätte ich gesagt, eine Falle wäre ganz gut, um den irgendwie festzunageln, damit ich ihn dann auch betäuben kann. Ich habe jetzt auch nochmal Offtake eben ein paar Bären herangeholt, um Narcotics zu farmen. Ich habe jetzt 63 Pfeile nochmal gemacht, nochmal ein bisschen Holz und Stroh geholt und so. Alles natürlich da drüben, wo die Sonne scheint und nicht hier auf der düsteren Seite, wo wir hier den Alpha-Kano immer noch im Umspazieren haben und andere gefährliche Tiere. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal wieder soweit stabil und vorbereitet und ich möchte jetzt diesen Terry tamen und einen Käfig bauen und den Stuff dazu habe ich jetzt auch schon mal soweit, also zur Hälfte vorgecraftet. Wir haben hier die Foundations, Fence Foundations, die brauchen wir als erstes. Dann habe ich hier ein riesen Tor gebaut. Ich weiß nicht, ob die Falle an sich funktioniert. Ich probiere es gerade mal so ein bisschen Freestyle aus. Mit Säulen möchte ich eventuell arbeiten, falls das Tor nicht funktioniert. Muss ich mal gucken. Kisten habe ich jetzt mal sortiert soweit. Das war ja alles ziemlich unübersichtlich. Wir brauchen jetzt allerdings nochmal viel Holz und Stroh und Fiber. Denn ich muss noch Wände craften. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen noch unterwegs war, bin ich vom Level natürlich auch nochmal aufgestiegen. Bin jetzt auf 69. Witzigerweise ist das genau das Level, was wir brauchen, um den Terry-Sattel zu machen. Also im Terry können wir dann wirklich reiten. Und der Plan ist halt, wenn ich den Terry kriegen sollte, dass ich dann mit dem Terry durchstarte und mir irgendwo ein cooles Fleckchen suche, wo wir dann hier die Base nochmal neu aufziehen. Und zwar im großen Stile. Aber jetzt muss ich erstmal die Falle bauen. So, Terry ist jetzt, ja, der ist schon mal ein gutes Stück weit weggewandert. Das ist geil. Terry-Falle selber würde ich jetzt nämlich eigentlich hier hinsetzen wollen, wo ich gerade stehe. Wir fangen einfach mal an, mal gucken. Ich habe mich jetzt nicht irgendwie im Internet informiert, wie man das jetzt am besten macht. Ich weiß halt noch, von früher hat man dieses richtig große Gate benutzt. Das ist mir jetzt allerdings gerade ein bisschen zu teuer. Probier es jetzt erstmal mit einer eigenen Kreation. Mal schauen, ob das funktioniert. Kann natürlich auch wieder nach hinten losgehen, aber das ist bei Ark ja irgendwie normal. Ich würde mal sagen, ein bisschen länger ziehen das Ganze. Dann brauchen wir das Tor. Aber ich denke mal, der Terry wird da schon durchpassen. Schauen wir mal. Muss ich halt erstmal nochmal viel ausprobieren. Okay, dann brauchen wir jetzt Wände. Zwar nicht gerade wenige. Wie viel brauchen wir denn durchgerechnet? Hier mal 4. 6, 12 mal 2, 24. 24 Wände, da werde ich nicht genug Materialien haben gerade. Ich glaube, das crafte ich schnell in der Hütte. Uns mal schön voll hier. 24 Wände. Wie viel geht? 20. Ja, mach mal 20. Wahrscheinlich fehlt dann wieder ein bisschen Holz. Ja, geht aber gerade auf, ha? Mal 4 hinterher.
Gute ist natürlich, wenn man hier so Bauteile craftet, steigt man relativ schnell auch im Level auf. Weißt du, noch bei Survival of the Fittest, das hatte ich ja auch gespielt, schnell aufzusteigen, habe ich einfach nur Foundations gecraftet. Haben sie Gott sei Dank jetzt nicht genervt oder so, ist immer noch so. Ah, warte mal, ich muss erstmal. So, mit Türen wollte ich das nämlich voll beknallen. Damit ich da auch wieder rauskomme. Will mich ja nicht selber einsperren. Maybe reicht das ja auch schon von der Höhe. Hätte ich mal behauptet. Wir probieren es aus. So, das nehmen wir wieder auf. Unseren Taming-Käfig hier. So, dann kann ich nämlich jetzt hier einmal reinrennen. Wir alle wissen, dass der Terry natürlich auch schneller ist. Dann hier einmal so durch. Dann einmal zurück und schnell das Tor schließen. Dann ist der Terry eingesperrt und dann können wir ihn eigentlich jetzt hier schön durchlöchern dann mit Pfeilen. An sich bräuchte ich eigentlich noch schnell ein paar Narcotics. Wenn er dann liegt, dass wir ihn bewusstlos halten können. Und eigentlich ist er ja nur Level 20. Ziemlich low. Aber ich werde ihn dann auch nochmal ein bisschen leveln. Und dann haben wir eine schöne Kampfmaschine am Start. So, jetzt ist erstmal der Plan, ob wir es dann durchsetzen können. Ich habe keine Ahnung, das funktioniert. Bleibe optimistisch. Es wird funktionieren. Klar, könnte ich immer noch die einfache Variante machen, mir einen Pipte holen und einfach losfliegen. Aber das ist mir jetzt gerade zu langweilig. Das habe ich früher immer gemacht. Ich habe Lust, hier einfach durch die Welt zu wandern, dann mit dem Terry. Mir dann einen schönen Platz rauszusuchen. Okay, reicht das schon mal soweit? Wir droppen mal hier den ganzen Käse. Ja, Fiber ist jetzt auch nicht so wichtig. Überladen bin ich auch nicht, das ist gut. Ja, ich glaube, wir können an sich mal starten. Okay, Terry. Ah, das ist wieder ein Raptor. Auch unbedingt Kristall, ich brauche das Fernglas. Der ist jetzt schon ganz schön weit weg, du. Nein, 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 lass mich in Ruhe. So. Was? Der kommt da durch die Tür? Zehner, ja, okay. Du störst bei meinem Vorhaben, Kumpel. Ein wenig. So. Oh, der ist schon echt weit weg, ne? Es kann halt sein, dass ich, bis ich an der Falle bin, tot bin. Kann halt auch sein. Terry, du und ich, ihr beide, getroffen. Lauf! Was da? Ich habe das Tor nicht aufgemacht. Geil. Mach auf! Okay, das ist gut. Terry ist schon mal drin. Okay, Terry ist abgelenkt. Tor zu, Tor zu. Jawohl, sehr gut. Jetzt muss ich mich beeilen, bevor er hier alles kaputt macht. Hab ich die richtigen Pfeile drin? Nein, natürlich auch nicht. Geil. Aber jetzt. Ich krieg dich, mein Freund. Ich krieg dich. Immer schon draufhalten. Kurz ticken lassen. Das sieht eigentlich noch relativ gesund aus. Na,
Ja, doch ein bisschen angeschlagen ist er schon. Ich will ihn natürlich auch nicht töten. Ich will ihn tamen. Das andere Tee. Okay, er hat sich beruhigt, das ist gut. Lass mal ticken. Gibt's hier nicht noch irgendwie... Gab's noch mal eine Lupe? Schnell die Lupe. Alter, da brauchst du ja auch Kristall für. Krass. Ah, er sieht schon gut angeschlagen aus. Komm, leg dich zur Ruhe. Ja. Geschafft, geil. Sehr gut, dafür brauchen wir jetzt noch Meju Berries. Hier habe ich, glaube ich, noch ein Storage extra. Ja, hier. Ich glaube, Meju Berries fressen die. Soweit ich das noch im Kopf habe. Nice. Sehr, sehr geil. Hier. Friss dich voll, mein Freund. Gesundheit war nur zur Hälfte runter. Aber egal, es hat geklappt. Mein lieber Terry. So. Benommenheit ist ja noch relativ voll. Brauchen wir jetzt noch nichts nachlegen. Jetzt ist halt die Frage, wie lange sowas dauert. Also grundsätzlich müssen wir bei Nahrung schauen. Ist halt noch relativ hoch. Tatsächlich weiß ich nicht, ob man die irgendwie noch manuell senken könnte. Ich weiß nur, dass man den Durst, also das Wasser, was er braucht, senken kann. Ah, okay, er frisst schon. Ja, okay, 4 Bissen, 5 Bissen, dann ist es meiner. Geil. Er ist unser. Was bist du eigentlich? Männchen, Weibchen? Männchen. Wir brauchen einen männlichen Namen. Männlich. Ah, ich habe schon einen. Ich habe schon einen. Nicht wahr, mein lieber Edward? Er wird Edward heißen. Edward mit den scheren Händen. Nicht sehr einfallsreich, aber passt ganz gut. Aber dafür hat er einen coolen Spitznamen. Und zwar Eddie. Eddie! Okay, cool. Was haben wir da drüben? Drüben geht's halt auch richtig ab, ne? So, und der Plan ist jetzt, wenn ich Eddie fertig getamed habe, dass wir, ja, ihn erstmal so ein bisschen leveln. Auf Leben, Gewicht und Damage, hätte ich jetzt erstmal gesagt. Vielleicht noch ein bisschen Ausdauer. Aber er muss viel tragen können tatsächlich. Denn ich möchte hier so gut wie alles mitnehmen. Das Wichtigste halt im Grunde. Und dann lassen wir alles zurück und düsen einfach mal los. Straight nach dem Motto. No risk, no fun. Wir düsen damit Eddie einfach los und fertig. Was brauchen wir denn eigentlich für den Saddle? Oh nein, sagt mir nicht, den muss ich in das Smithy machen. Dafür brauche ich dann, ja gut, vielleicht geht es sogar irgendwie auf. Brauche ich ja erstmal Metall. Werkbank. Ja, Werkbank? Okay, machen wir nochmal eine Werkbank. Ich freue mich, es hat geklappt. Auf Anhieb. Nicht gut. Eine Werkbank. Metallwaren 5. Okay, dafür brauchen wir jetzt erstmal den Ofen. Feuerstein, Leder, Stein. Habe ich ja alles da. Ich denke, ich erstmal einen Ofen, hätte ich gesagt. Das ist ein Leder. Ah, noch mehr Stein, krass.
Stimmt, der war teuer. Fünf müssten eigentlich rausgehen. Ich habe Rohmetall. 18 Stück, das funktioniert. Geil. So. Überdrehen. Das ist dieses gesnappte Drehen. Das muss ich auch noch irgendwie umstellen in Optionen. Zum freien Drehen. So, ein bisschen Holz rein. Jetzt mehr vielleicht. So. Let's go. Feuern wir durch. Okay. Sollte passen. Das kann erstmal durchbraten. Oh, Terry ist fertig. Herzlich willkommen in der Familie, Eddie. Eduard. So, wo war umbenennen? Optionen, Tracking. Name ändern, hier. Edward. Edward mit den Scherenhänden. Okay, Eddie. Schauen deine Stats aus. Das ist schon ein Level, das ist gut. Dann machen wir das erstmal in Gesundheit. Jo, da freust du dich, ne? Level 30. Läuft. Oh, nein. Dieser Kano, ne? Aber er ist relativ friedlich, würde ich behaupten. So, drei sind schon durch. Oh, gucken wir mal die Werkbank. Oh, da brauche ich, oh, für den Sattel brauche ich safe auch nochmal Metal. Den Sattel selber. Okay. Noch ein bisschen Holz. Vier haben wir schon. Komm, einen noch. Einer geht noch. Einer geht noch rein, du. Ich habe auch nochmal gelevelt. Wir machen ein Leben. Perfekt. Durst habe ich auch. Gehen wir mal was zügeln. Das Essen. Gewinner-Snack. So, das Ding können wir eigentlich abbauen. Ich habe aber tatsächlich Angst, dass Kano dann Eddie auffrisst oder so. Ich lasse ihn, glaube ich, noch da drin. Dann läuft er auch nicht weg. Passt schon. Ich drücke immer falsche Tasten, ne? Dass du viel verschiedene Spiele spielst. Okay, Werkbank ist unterwegs. Jetzt bin ich gespannt. Also direkt vor die Tür am besten, genau. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd mit dem Snapping. Hier ist auch alles noch ein bisschen buggy. Heißt, bei allem nicht zugewiesen. Stuhlgang. Auch spezifisch fürs Bauen. Das überhaupt drin ist. Station. Finde ich gerade nicht. Gamma, Drag. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Stellen wir es erstmal hin, komm, wir stellen es jetzt erstmal aufs Bett.
Muss ich dann nochmal in Ruhe schauen. Okay, alles klar. Hier ist... Ach du heilige Makrele. 55 Metallbarren. Huch. Okay, dann... machen wir jetzt nochmal eine Planänderung. Och, bitte. Mist verflucht. Wir machen das Abenteuer mit Eddie. Wir ziehen von hier aus los zur nächsten Base. Okay, dann machen wir es jetzt doch so. Holen wir uns mal schnell noch einen Pip dran. Ich hoffe, irgendwo ist einer. Ich sehe jetzt auf Anhieb keinen. Dann holen wir noch Metall. Ich könnte natürlich jetzt auch hier so ein paar Dinger wegkloppen, aber ich brauche hier an sich 110 Rohmetall. Ah, Alter, das ist ja alles voller Gefahren. Schade, wo ich Offtake gefarmt habe, war hier noch ein Pipte. Okay, komm, auf geht's. Also schön den Bogen machen. Terry ist ja erstmal versorgt. Eddie hat erstmal was zu fressen. Oben ist ein Pip da. Ach du Scheiße. 4 Raptoren. Da komme ich so nicht vorbei, ne? Da drüben ist noch einer, Moment. Nehmen wir doch den da. Ist nicht ganz so gefährlich. Den kriegen wir. Muss ich mit dem erstmal losfliegen und ein bisschen leveln auf Weight, damit wir Metall holen können. So, der wird wahrscheinlich auch nicht so viele Pfeile brauchen. Ja, 15er, da 2-3 Pfeile, oder? Ja, sag ich doch. Der ist schnell gemacht. So, der braucht jetzt natürlich Fleisch. Ich habe kein Fleisch, aber wir haben hier bestimmt noch ein bisschen mobiles Fleisch. Hier geht grundsätzlich nicht viel, hä? Auf der Seite. Wir haben einen Trike. Ich höre Fleisch. Oh, die Viecher. Was hat er mir geklaut? Diebische Elster, komm zurück. Okay, haben wir. Noch einer. Okay, der ist down. Sehr gut. Was hast du mir geklaut gehabt? Mein Fleisch. Ich glaube, es hakt. Ein leckeres Steak. Was fällt dir ein? So. Okay, Fleisch haben wir schon mal. Ist zwar kein Prime Meat, aber egal. So, wo lag jetzt mein Flugtier? Doch mal da vorne. Da ist er. Ein Weibchen ist es. Sweet. So, wie sieht's bei dir aus? Du bist noch länger bewusstlos. Pippte-Sattel. Das Mechitin, das habe ich tatsächlich aber Offtake farmen können, weil hier dann Krebse waren. Leder und Chitin. Okay, du bleibst erstmal hier flacken, ne? Beweg dich nicht von der Stelle, ich bin gleich zurück. Okay, schon mal sehr geil.
zwei Neuankömmlinge in der Familie. Na, Eddie, wie ist die Sicht da drüben? Du bleibst leider noch ein bisschen eingesperrt. Ich hoffe, du verzeihst mir. So, hier Chitin. Teraton. Ist unterwegs. Ich hole dich dann später ab, Eddie. Kann ein bisschen dauern. Ich hol jetzt erstmal noch ein bisschen Metal ran. Für den Sattel. Sehr schön. Ist durch. Wo pumpt man denn das noch rein? Nahkampfschaden. Dip, 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 dip. Oh, guck mal, Mini-Turtle. Oh Gott, so süß. Nice, er ist fertig. Oder sie ist fertig. Sie sieht fertig aus. Als ob du jetzt hier drüben bist. Mensch, Charlie. Ich würde den Charlie taufen. Aber der ist mir doch echt ein Tick zu krass. Schnell, 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 Sattel. Ich bin überladen. Safe. Komm mit. Schnell weg da. Okay, gut. Alter, wie ist der jetzt hier rüber geschwommen? Er breitet sich jetzt da drüben aus. Soll er machen. Aber er soll bitte drüben bleiben jetzt ab sofort. Okay, beruhig dich. Beruhig dich. Ruhig. Oh, ruhig. Go down. Und ein Stückchen hierher, bitte. So, und jetzt setz dich. Setz dich und gib Ruhe, wie in der Schule. Und aufpassen. So, ich muss mich erstmal entleeren. Viel zu viel Stuff dabei. Stein können wir hier auch noch reinkloppen. Flint noch. Das kommt hier mit rein. Habe ich auch nichts mehr in dem Slot. Sehr gut. Ja, passt schon. Jetzt sollte ich nichts mehr wiegen. So, meine Liebe. Nein, nein, nein. Flieg. Alter. Komm, ich muss sie weglocken. Hier, lecker Schildkröte. Gönnt euch Schildkröte. Da ist viel mehr dran. Als an meinem Püpte. So, folget mir. Ist ihm abgelassen. So, wir checken mal kurz die Werte. Wir brauchen erstmal mehr Gewicht. Sonst ist mir das Viech zu langsam. Okay, ich glaube, Edward ist ja, glaube ich, auf neutral eingestellt. Der wird sich dann schon wehren. Dann ist er relativ safe. Mehr Gewicht kann ich eigentlich jetzt nicht loswerden. Ich kann hier noch ein bisschen was droppen. Aber ansonsten geht nicht viel mehr. Dann düsen wir mal los, Leute. Stamina, wie schaut's da aus? Kacke. Nix mehr Stamina, Scheiße. Oh, bitte lass mich jetzt irgendwo landen, wo keine Tiere sind. So, tank dich voll. Let's go. So, sieht gut aus. Wird getankt. Pip ist wieder voll getankt. Ich muss erstmal so ein paar Kleinviecher töten.
Oh, der Wendekreis ist aber böse. Okay, haben wir schon mal. Jetzt der Kano da nicht drüben. Wer könnte man da drüben schön farmen? Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Alter. Dicker Hai, du. Ah, da ist er. Ich glaube, wir farmen eher mal so ein bisschen an der Spitze hier. Diese Halbinsel. Mit dem Parasaurus könnten wir erledigen. Oh, Dodos. Dodos. Der Lieblingssnack. Von der Dame hier. Wir brauchen doch erstmal mehr Stamina. Oh, nee, das muss ich noch einstellen. Das ist zu wenig. Das gibt definitiv zu wenig. Das hat, glaube ich, noch Standard eingestellt. Egal, erstmal nochmal leveln. Dann ist die Folge eh vorbei. Dann werde ich hier nochmal die Einstellungen ändern. Wie hast du jetzt noch an Fleisch? Ah, genug. Das ist genug. Das ist noch ein anderer. Welches Level? Nur schnell einen anderen mitnehmen hier. Jetzt nur Level 15, ist halt gar nichts. Was bist du? 45, ist jetzt auch nicht die Welt. Haben wir hier noch ein bisschen was zum Snacken? Ah, hier ist noch Dodo. Ah, das Viech hier. Gönn dir! Wir gehen Gewicht rein eigentlich pro Level. Das war jetzt auch nicht so viel. Naja, ich werde das nochmal ein bisschen anpassen. Ist mir noch ein bisschen zu low, die Einstellungen. Sehr gut. Level. So, noch. Sehr gut. Kommt alle nur her. Ich snack euch weg. So, Stamina fehlt. Wie viel Level haben wir denn? Eins. Wie gesagt, ich spare jetzt. Dann ändere ich noch die Einstellungen. Und dann können wir in der nächsten Folge eigentlich losdüsen und Metall holen. Ich bräuchte mal so ein bisschen Kleinvieh. Ist ja gar nichts. Da ist ja gar nichts, du. Da ist noch weit. Guck mal. Oh, das sind die diebischen Elstern. Ja, ja. Komm. Ja, glaube mein Fleisch. Warte, warte. Hoch. Hoch mit dir. Oh, nix Stamina. Was? Alter. Gib mir mein Fleisch! Hast du das mit meinem Fleisch? Ja. So, was ist der andere Dude? Huch. Ja, sollen wir einen Namen geben? Aber das ist jetzt einfach mal die Susi. Susi. Die schlafende Susi. Some berries.
Aufwachen, mein Liebling. Komm, ist noch ein paar mehr verpasst. Schön reingeschoben. Ja, jetzt geht's schön runter. Ja, diese diebischen Elstern, ne? Super ekelhafte Tiere. Vor allem klauen die immer in erster Linie dein gekochtes Fleisch. So, den nehmen wir dann auch noch mit hier, sobald Susi wieder am Start ist. Es ist jetzt keine Zeit fürs Niggerchen. Komm, wir haben Arbeit. Wie soll denn das funktionieren? Okay, jetzt ist es gleich wieder da. Das müsste reichen. Den Rest nehme ich wieder, falls ich wieder am Boden liege. Aufstehen, mein Liebling, so kommst du zu spät zur Schule. Okay. So, ich soll's mit... Ich drücke immer die falsche Taste, ne? Fleisch aus, alles cool, super. Dodo, nimm auch noch mit. Jetzt hoffe ich natürlich, wenn ich Susi irgendwo parke, dass sie dann nicht gleich aufgefressen wird. Mit den ganzen Tieren. Ich glaube, ich stelle die auch in den Käfig. Ich stelle mich wahrscheinlich auch noch in den Käfig. Nochmal auf Nummer sicher gehen. Ah, diese Ausdauer, krass. Das werden wir in der nächsten Folge das Problem gelöst haben. Versprochen. Versprochen. Ging denn eigentlich nochmal die Rolle? Ah, auf C. Okay, aber Rolle braucht noch mehr Stamina, deswegen benutze ich das jetzt noch nicht. Oh, guck mal hier, der bietet sich doch an. Und weit. Und weit. Top. Okay, ja, krass, ey, dieses Stamina. Regenerieren, das dauert für ganz schön lange. So, jetzt parken wir Susi einmal im Käfig. Heilige Makrele. Okay. Ganz vorsichtig einmal abstellen. Ich meine, Eddie ist ja da, ne? Eddie kümmert sich schon. So, ich husch jetzt mal schnell in die Hütte, damit ich sicher bin. So, und dann wäre es das erstmal für heute gewesen. Ah, schön, das ist auch nochmal durchgebrannt. Heißt, wir haben jetzt 4 Barren. Yay! So, das noch switchen. Der Rest passt eigentlich. Alles klar. Gut, Leute, dann bedanke ich mich mal bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir als Support den Daumen da lasst oder ein bisschen kommentiert. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Thank you.